Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Nerd News. Den Anfang macht heute McFarlane Toys. Die haben eine ganze Reihe an Exclusives vorgestellt, sowohl für Amazon als auch Walmart sowie Target. Im Normalfall ist es so, dass die Target Exclusives Geschichten dann in den Fachhandel kommen und die Walmart Exclusives dann bei GameStop Exclusive bei uns in Europa gehandelt werden. Allerdings haben wir hierzu noch keine genaueren Informationen. Sobald wir da Näheres wissen, erfahrt ihr das natürlich selbstverständlich hier bei uns bei den Nerd. Sehr schön finde ich, dass es nicht nur DC ist, sondern auch die Warhammer 40k Jungs bekommen einen Chaos Renegaten als Amazon Exclusive. Mit dem Batmobiest gibt es ein extrem großes und cremiges Batman-Fahrzeug, welches allerdings bei Walmart erscheint. Ich hoffe, wir kriegen es auch nach Europa. Bei Wizards of the Coast gibt es nächstes Jahr 30 Jahre Magic. Und aus diesem Grund kommen einige extrem coole Sachen heraus, neben dem Dominaria Remastered Set, was sich sehr stark an das Original hält, kommt auch noch ein, sagen wir mal, spektakuläres Booster-Paket heraus. Das Paket beinhaltet 4 Booster, a 15 Karten und kostet stolze $999. Die 30 Years Anniversary Edition wird ja ein Fest für Sammler werden, weil sie die besten Karten aus Magic beinhaltet. Allerdings sind alle Karten nicht offiziell für Turniere zugelassen. Als amerikanische Firma steht natürlich bei Super 7 diesen Monat alles im Zeichen von Halloween. Dementsprechend erwarten uns hier einige aufregende Halloween-Neuheiten, wie zum Beispiel die Universal Monsters Masken. Ja, ich sag mal, ist ein netter Gag, allerdings nicht das Highlight. Ansonsten gibt es noch diverse Universal Monsters Action-Figuren, wie zum Beispiel Godzilla oder Frankensteins Monster. Was ich persönlich ganz cool finde, sind allerdings die durchsichtigen Monster, wo man sozusagen von außen ins Innere schauen kann. Das bedeutet, wir sehen die Innereien der Monster und die sind natürlich auch leuchten. Also Glow in the Dark ist ein großes Thema. Da gibt es etliche Sets, die genau das beinhalten. Und ich hatte es das letzte Mal schon erwähnt, ich finde es ganz cool, dass es mit dem Glow in the Dark nicht nur einfach leuchtet, sondern tatsächlich auch das Bild sich ändert, was man sieht. Es macht natürlich nur Sinn, wenn man die Figuren nicht auspackt, sondern den Blister sozusagen schön in seine Sammlung integriert. Aber dann ist es eine coole Geschichte. Wie haltet ihr das mit Halloween? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Seid ihr eher yay oder nay, was Halloween angeht? Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dieser und den anderen Nerd News Sendungen. Falls ja, lasst einen Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi, bis dann. Ciao!